und zurück zu einem neuen Video. Ich dachte mir, es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich einfach mal ganz entspannt zu euch gequatscht habe, weil die letzten Monate war viel los, es ist immer noch viel los und ich wollte einfach mal so ein bisschen innehalten und dachte mir, ich schnappe mir einfach mal die Kamera, nehme euch bei meinem Abend heute mit und beantworte einfach mal so ein paar Fragen von euch. So, let's see. Starten wir mit dem momentan aktuellsten Thema, der Hochzeit. Da war eine Frage, die ich öfter in letzter Zeit bekommen habe. Warum heiratet ihr zweimal? Ich wusste nicht, dass es für manche so verwirrend ist oder dass es so für manche so unüblich ist, aber vielleicht zur Erklärung, das, was jetzt vor kurzem gefeiert worden ist, war nur unsere standesamtliche Trauung. Also da sind wir zum Standesamt gegangen und haben danach eben noch so mit dem engsten Kreis bei uns zu Hause gefeiert. Das war aber noch nicht so diese richtige Hochzeit. Ich meine, es ist ja eigentlich bei vielen üblich, dass man eben standesamtlich offiziell heiratet und dann machen ja viele eben noch eine freie Trauung oder eine kirchliche Trauung und bei uns wird es, wie gesagt, noch eine freie Trauung geben und dann ist das für uns eigentlich so symbolisch gesehen die richtige Hochzeit, weil da wirklich dann alle, ja, unsere Liebsten mit dabei sind und nicht wie beim Standesamt jetzt nur so der engste Kreis. Und da waren wir auch nur ganz entspannt danach zu Hause. Aber wir nochmal so richtig die Sau rauslassen und diese größere Hochzeit steht jetzt ganz bald an. Fahrt ihr in die Flitterwochen direkt nach der Hochzeit? Nicht direkt, wir haben ungefähr eine Woche zwischen Hochzeit und Flitterwochen. Wir wollten nicht direkt los, weil uns das einfach so ein bisschen gestresst hätte. Es steht dann auch etwas an Arbeit an und wir wollten einfach so nach Hause kommen und erstmal diesen Tag der Hochzeit auch verarbeiten können und diese ganzen positiven, ja, Eindrücke einfach für uns verarbeiten und nicht direkt neue Eindrücke jetzt von den Flitterwochen dazu bekommen. Ich denke, das ist einfach nochmal so ein bisschen entspannter dann. Wir wollten aber auch nicht zu lange damit warten, weil man dann einfach so ein bisschen in dieser Hochzeitsbubble drin ist. Und so eine Woche, fand ich, war dann ein ganz guter Abstand dazwischen. Hast du Angst vor einem Loch nach dem Wedding High? Ehrlich gesagt nicht, im Gegenteil, auch wenn das vielleicht jetzt blöd klingt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Tag einfach schnell hinter mich bringen will. Ich freue mich extrem drauf und ich glaube schon, dass man irgendwo danach so ein bisschen traurig ist, weil es dann einfach so schnell vorbei ist und diese ganze Aufregung so mit einem Mal von einem fällt. Gleichzeitig, ja, freue ich mich auch einfach so ein bisschen mehr Zeit danach zu haben, weil das jetzt in den letzten Monaten wirklich schon sehr intensiv für mich war, auch mit der Arbeit und ich diese ganze Planung so ein bisschen unterschätzt habe, auch neben meiner Marke. Und es waren so viele Sachen, die mich jetzt die letzten Jahre einfach so beschäftigt haben, dass ich mich schon so darauf freue, mich langsam mehr auf weniger Themen konzentrieren zu können. Was aber nicht heißt, dass ich mich nicht unglaublich auf diesen Tag freue. Wir gehen uns mal ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Wie fühlt sich für dich Verliebtsein an nach einem Jahr Beziehung? Verliebt wie seit Beginn? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich das Gefühl verändert hat. Es ist halt anders, aber irgendwo auch stärker. Ich habe immer noch zwischendurch so diese Schmetterlingsmomente, aber natürlich ist es nicht mehr dieses aufgeregt Verliebtsein wie ganz am Anfang, als man sich halt so frisch kennengelernt hat und alles halt noch neu für einen war. Aber ich finde das deswegen nicht weniger schlimm, weil im Gegenteil, es ist jetzt viel mehr dieses ich fühle mich sicher bei dir verliebt sein und du bist mein Zuhause verliebt sein und ich fühle mich einfach zu 100% wohl. Wir kriegen auf jeden Fall öfter zu hören, dass wir noch so wirken wie ein frisch verliebtes Paar und das, glaube ich, trifft schon auf uns zu. Also das ist jetzt nicht so verschwunden, aber das Verliebtsein ist trotzdem natürlich irgendwie anders und einfach so ein bisschen sicherer geworden. Wie kann man lernen, so wahnsinnig respektvoll zu diskutieren wie du und Tommy? Ich habe die Frage vor allem reingenommen, weil ich dazu sagen wollte, hier ein kleiner Reminder, dass ihr ja gar nicht wisst, wie Tommy und ich miteinander diskutieren oder wie wir in einer Streitsituation miteinander reden. Und klar, auf euch wirkt es so, als wäre es immer harmonisch, aber natürlich haben wir auch Momente, wo wir uns mal anzicken und wo man dann vielleicht im Nachhinein denkt, okay, das hätte ich in dem Moment vielleicht anders ansprechen sollen, weil da hätte ich ein bisschen ruhiger sein sollen. Ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch und manchmal habe ich so Momente, wenn Tommy zum Beispiel auch irgendwas gemacht hat, was mich irgendwie stört oder mich verletzt hat. Ich merke dann richtig, wenn ich das jetzt in diesem Moment anspreche, dann würde ich komplett ausrasten. Und dann hatten wir teilweise schon Momente, wo ich dann meinte,
lass mich bitte kurz in Ruhe, ich muss jetzt erstmal runterfahren. Und dann habe ich es irgendwie eine Stunde später angesprochen, als ich mich so ein bisschen sammeln konnte und das einfach so ruhig kommunizieren konnte. Das vielleicht so als Tipp, erstmal so ein bisschen auf Abstand zu gehen und dann einfach ganz wichtig zuhören, wirklich versuchen, selbst wenn man irgendwie sauer oder verletzt ist, die andere Seite auch richtig anzuhören und zu versuchen, sich da hineinzuversetzen und nicht nur auf den eigenen Standpunkt zu beharren. Und ich weiß, wie schwer das sein kann, weil man sich dann vielleicht auch gleichzeitig erklären will, man will seinen Standpunkt verteidigen und so, aber das bringt einen einfach meistens nicht weiter und deswegen einfach versuchen, sich zu sammeln, die Emotionen zu sammeln und dann wirklich auch die andere Seite richtig anzuhören. Fühlt ihr euch unter Druck, jetzt eine Familie gründen zu müssen, wo ihr verheiratet seid? Nö. Also klar ist es irgendwie so in der Gesellschaft verankert, dass viele das damit verbinden und ich merke auch selbst, dass jetzt kommen die Fragen irgendwie schon mehr, obwohl noch nicht mal die große Hochzeit war. Und ich weiß auch, dass vor allem nach der großen Hochzeit auch von der Familie oder eben so Bekannten öfter vielleicht die Frage kommen wird. Aber ich bin da einfach selbst so, also mich interessiert das gar nicht, was da andere sagen oder was andere für eine Erwartung an uns haben, weil letztendlich sind wir ja diejenigen, die dafür bereit sein müssen. Und für mich hat die Hochzeit nichts damit zu tun, dass man dann direkt Kinder haben möchte. Also das sind für mich zwei unabhängige Sachen und wir werden da für uns selber entscheiden, wie lange wir uns da Zeit für lassen werden. Fragst du Tommy nach seiner Meinung zu zum Beispiel einem neuen Haarschnitt oder einem neuen Outfit und wie gehst du dann damit um, wenn etwas in dir nicht gefällt? Also ich glaube, ich frage ihn eher nicht nach seiner Meinung. Mir fällt jetzt auf jeden Fall keine Situation ein. Also wenn, dann würde ich halt sagen, ich habe jetzt vor, wieder meine Haare kurz zu schneiden oder so und dann erzähle ich ihm das, aber ich frage ihn nicht so, was denkst du, soll ich das machen oder findest du das blöd oder so, weil letztendlich mache ich das halt für mich und wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das einfach unabhängig davon, ob er jetzt die längeren oder die kürzeren Haare an mir schön findet. Genauso bei den Outfits, da ist es zum Beispiel auch so, Tommy ist jetzt, was Fashion angeht, nicht so experimentierfreudig, sein Style ist eher so basic, was ja gar nicht schlimm ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann eher so crazy Outfit raussuchen will, dann würde er vielleicht, wenn ich ihm das jetzt so zeigen würde, nicht sagen, finde ich geil, er würde dann vielleicht sagen so, nee, ich glaube, das ist komisch, aber wenn es mir gefällt, dann ist mir das egal, ob er das komisch findet. Und letztendlich, also es kam auch schon öfter vor, dass er bestimmte Kleidungsstücke komisch fand, aber er würde nie mich selbst dann nicht schön finden. Wisst ihr, was ich meine? Also er kann ein Outfit weniger mögen, aber er würde niemals sagen, dass ich hässlich bin in dem Outfit, weil ich bin immer schön für ihn. Also für mich sollte einfach Schönheit in einer Beziehung über so oberflächliche Sachen hinausgehen und sollte er mich wirklich plötzlich irgendwie hässlicher finden, nur weil ich meine Haare verändert habe, dann fände ich das schon ein bisschen komisch. Ich würde sie nicht für ihn zurückverändern. Sagt ihr euch eher selten oder eher oft, ich liebe dich zueinander? Ich tatsächlich eher selten und Tommy eher öfter, würde ich sagen. Ich bin einfach nicht so der Typ dafür, der das so oft sagt. Wir haben auch mal in einem Mukbang, glaube ich, über das Thema geredet und auch so über das Thema Love Languages, weil jeder zeigt ja seine Liebe irgendwie anders und für mich ist jetzt Words of Affirmation, also dass ich das so sprachlich rüberbringe, nicht so stark gewichtet bei mir. Ich kann euch das auch gerne nochmal da verlinken, falls euch das interessiert, aber es ist jetzt kein Problem in unserer Beziehung, dass ich es weniger oft sage und Tommy öfter, würde ich sagen. Okay, noch eine etwas intimere Frage. Meinst du, es gibt eine Regel, wie oft man in einer Beziehung Sex haben sollte? Nein. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich finde, dass wie gut eine Beziehung funktioniert, nicht davon abhängig ist, wie oft man miteinander schläft, weil das auch etwas ist, was nicht nur vom Partner abhängig ist, sondern auch von einem persönlich. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich weiß zum Beispiel, dass es auch einfach mal Phasen gab oder gibt, vor allem wenn es auch mal stressiger ist oder ich einfach mental total aufgewuselt bin, dass ich dann einfach nicht so das Verlangen danach habe. Und das liegt dann nicht an Tommy, das liegt nicht an unserer Beziehung, sondern das liegt einfach daran, dass ich vielleicht gerade keinen Bock habe. Ich finde, darüber wird irgendwie zu wenig gesprochen, weil immer wird nur so betont, die Leidenschaft und das Feuer muss da sein. Und wenn es weg ist, dann ist die Luft raus. Und
Ich finde, es stimmt gar nicht, weil ich finde, es gibt so viel wichtigere Sachen in der Beziehung. Einfach dieses Vertrauen und Liebe, die man sich auf so viele verschiedene Weisen zeigen kann. Und dieses Sicherheitsgefühl und einfach, dass man für sich da ist. Und Leidenschaft ist ja auch nicht etwas, was dann irgendwie nur am Anfang so krass da ist und dann vielleicht irgendwann so abnimmt, sondern es kann ja auch so während einer Beziehung sein. Dann hat man vielleicht mal Phasen, wo da mehr Rambazamba ist und dann hat man Phasen, wo weniger ist, aber das heißt ja dann nicht direkt, dass deine Beziehung in dem Moment irgendwie schlechter ist, wisst ihr, was ich meine? Und ich würde das niemals irgendwie davon abhängig machen. Natürlich ist das etwas, worüber man auch sprechen sollte, falls irgendwie der Sex-Drive von einer Person weniger ist und bei der anderen dann umso stärker. Und das ist natürlich etwas, was man dann kommunizieren sollte. Aber prinzipiell würde ich sagen, gibt es jetzt nicht eine Richtlinie, dass man sagt, so und so oft und dann ist alles gut in der Beziehung. So. Die Sonne scheint jetzt richtig schön in die Küche hier rein. Und ich mache mir einen kleinen Snack. Ich habe schon die ganze Zeit so Bock auf so einen spicy Gurkensalat. So simpel und doch so gut. Okay, da war ja noch was. Wann erfahren wir etwas zu deiner Marke? Ich wünschte, ich könnte da schon was Genaues sagen, aber ich bin selber gerade in der Situation, wo ich einfach nicht weiß, wann wir es endlich schaffen, den Launch fertigzustellen. Es ist alles gerade noch so ein bisschen in der Schwebe und eigentlich sollte die Marke schon längst draußen sein. Ich hoffe einfach, dass es diesen Sommer noch klappt, aber ich möchte auch keine falschen Versprechungen machen. Da kamen auch einige Fragen zu, warum hat es so lange gedauert mit deiner Brand? Ist seit Jahren ja ein Cliffhanger. Glaubt mir Leute, dass niemand so frustriert ist wie ich. Aber ich glaube, einige unterschätzen auch, was es heißt, wirklich eine Marke aufzubauen. Und ich habe da ja kein großes Unternehmen irgendwie hinter, was mich da unterstützt, sondern ich mache alles alleine. Und wenn Leute sagen, sie haben 2 Jahre daran gearbeitet, dann ist das einfach wirklich so und es dauert einfach und es werden einem viele Steine in den Weg gelegt und vieles hat man einfach auch nicht in der Hand. Und ich glaube nicht, wie oft ich schon an dem Punkt war, wo ich einfach so frustriert war, dass ich am liebsten alles hingeworfen hätte. Es ist wirklich manchmal nicht so einfach. Aber wenn die Marke draußen ist, dann werdet ihr auf jeden Fall diesen ganzen Prozess auch sehen können. Und ich habe euch da von Anfang an mitgenommen und gezeigt, was in den letzten Jahren passiert ist und wie das alles so entstanden ist. Wie setzt du die perfekte Work-Life-Balance um? Also ich kann jetzt nur aus der Position einer Selbstständigen sprechen und da gibt es eigentlich einen großen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, man kann selbst alles sich einteilen und eben selbst entscheiden, wann arbeite ich und wann kann ich mir frei nehmen. Gleichzeitig der Nachteil, man hat ständig aber was zu tun und es gibt einfach immer irgendwas, was man machen kann. Man muss sich also selber die Grenzen setzen. Wenn man jetzt ein fauler Mensch ist, dann macht man vielleicht zu wenig in der Arbeit. Dann ist man vielleicht für die Selbstständigkeit auch nicht so gemacht. Gleichzeitig, wenn man sehr ehrgeizig ist, passiert es schnell, dass man einfach zu viel macht. Und bei mir war es halt die letzten Jahre so, gerade mit dem Studium dann noch parallel, was ich ja letztes Jahr abgeschlossen habe und dann der Markenaufbau, waren es einfach wirklich viele Bereiche. Und obwohl ich nicht allen gerecht werden konnte und nicht so 100% geben konnte, wie ich es gerne in meinem Ehrgeiz gemacht hätte, war es trotzdem einfach so viel, was gemacht werden konnte. Und dadurch, würde ich sagen, hat mein Privatleben schon so ein bisschen gelitten. Und ich muss mich selber manchmal so daran erinnern, einfach mal zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht an einem Sonntag, sondern ich mache wirklich gar nichts, was mit der Arbeit zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man sich wirklich aktiv diese Pausen nimmt und dass man sich auch einen richtigen Feierabend setzt. Also bei uns ist es so, wir versuchen eigentlich immer so um 7 Uhr spätestens Feierabend zu machen. Das gelingt nicht immer und dann hat man immer noch ein bisschen was zu tun. Aber uns ist einfach dieser gemeinsame Abend und Essen machen und eine Serie oder so zusammenschauen wirklich einfach wichtig. Und das ist so diese Balance, die man schaffen kann. Oder sich die Sonntage halt besonders schön zu schaffen und Pausen sind einfach sehr wichtig. Man muss sich einfach fragen, wofür mache ich das? Also wofür arbeite ich so viel oder
was ist mein Ziel, wenn ich dann nicht parallel auch wirklich lebe und den Moment genieße. Gibt es Kooperationen, die du mittlerweile bereust? Ja, also es gab auf jeden Fall in den vergangenen Jahren immer mal wieder eine Kooperation, die ich dann im Nachhinein bereut habe, aber weniger wegen des Produktes oder dem, was ich beworben habe, sondern wie die Kooperation an sich abgelaufen ist. Also vieles kriegt ihr dann gar nicht mit, weil man darf dann natürlich nicht so darüber sprechen. Aber manchmal laufen Kooperationen behind the scenes einfach nicht so gut oder das harmoniert einfach nicht von den Erwartungen des Unternehmens zu meinen. Und das ist halt etwas, das kriegt man dann erst währenddessen mit und dann kann man halt selten noch abspringen. Und dann heißt es nicht, dass ich das Produkt selbst will, sondern eher die Art, wie ich das bewerben sollte. Und ich bin da sehr so eigen. Ich möchte das immer so auf meine Weise machen, so natürlich wie möglich. Und viele Unternehmen haben aber so ihre eigene Vorstellung. Und ich finde, das geht dann immer sehr weit weg vom Influencer-Marketing und dem, wo eigentlich der Sinn dahinter ist, dass wir wirklich einfach Produkte empfehlen, die wir gut finden, ohne dass es wie eine Werbeshow am Ende ist. Es gab auch manche Unternehmen, mit denen konnte ich mich irgendwann nicht mehr identifizieren oder die Art, wie sie Influencer-Marketing betrieben haben, wenn es in dieses Massenmarketing übergegangen ist, wo wirklich dann gefühlt ganz Social Media für diese Marke Werbung gemacht hat und ich mir so dachte, so nee, das hat für mich einfach so auch keinen Mehrwert für meine Zuschauer und dann habe ich dann damit auch aufgehört. Wo siehst du deinen Content in 10 Jahren? 10 Jahre ist wirklich eine extrem lange Zeit. Wer weiß, ob Social Media überhaupt noch so existiert. Aber prinzipiell war ja mein Content die letzten 11 Jahre immer wieder ein Spiegelbild meines Lebens. Ich habe ja nie eine extreme Nische bedient, sondern ich habe euch ja immer bei meinem Leben mitgenommen. Als ich zur Schule gegangen bin, habe ich viel so Schulcontent gemacht, habe da gebloggt, habe Outfits von der Schule gezeigt. Als ich dann weggezogen bin nach Berlin, ging es sehr viel darum, um meine erste eigene Wohnung. Dann irgendwann habe ich Tommy kennengelernt, dann irgendwann die gemeinsame Wohnung, jetzt der Umzug nach Düsseldorf, die Hochzeitsvorbereitung, alles. Also es war ja immer so, dass es irgendwann einen Fokus gab und ich euch da speziell dann mitgenommen habe, auch mein Studium dann zwischendurch. Oh, da war was Scharfes. So wird es, denke ich, auch die nächsten Jahre sein. Mir ist immer nur wichtig, dass ich mich selbst darin nicht verliere, also dass ein Punkt in meinem Leben nicht alles einnimmt oder mich als Creatorin ausmacht, sondern dass ich mit meiner Persönlichkeit letztendlich immer noch dastehen kann. Zweifelst du manchmal an deinen Fähigkeiten, professionell bzw. beruflich gesehen? Ja, sehr oft. Also ich würde von mir behaupten, dass ich schon ein gesundes Selbstbewusstsein habe und weiß, was ich kann, wo meine Stärken sind und mich nicht einfach so prinzipiell runterrede. Aber ich bin auch einfach eine extreme Realistin und ich bin keine Person, die einfach immer positiv denkt und immer sagt, ach, das wird schon und das kriegst du hin und, sondern ich bin schon so, dass ich dann immer abwäge und mir denke, okay, kriegst du das hin? Kannst du das überhaupt? Und ihr wisst nicht, wie oft ich jetzt gerade auch in diesem Markenprozess so extrem an mir gezweifelt habe und wirklich mir dachte, du hast dich einfach überschätzt, so du, das wird einfach eine Katastrophe. Weil da sind ja trotzdem immer so Ängste, die einen irgendwie beschäftigen und irgendwie diese Angst vorm Scheitern. Und klar, man versucht immer irgendwie sich gut zuzureden, aber ich bin einfach so zu realistisch und wäge einfach so viele Szenarien ab, sodass einfach auch manchmal so Unsicherheiten bei mir entstehen. So, ich habe mich jetzt schon mal abgeschminkt. Ich sehe gerade, ich habe was so schön in Zähnen. Und ich beantworte jetzt noch ein paar persönliche Fragen. Fühlst du dich mittlerweile in Düsseldorf angekommen? Also ich würde sagen, eher nein. Wir sind ja mittlerweile jetzt über 4 Monate hier und in diesen 4 Monaten hatte ich einfach nicht die Ruhe, richtig anzukommen. Also es ging ja direkt mit der Arbeit wieder weiter und die ganzen Hochzeitsvorbereitungen. Ich konnte mich gar nicht so richtig auf dieses Umziehen konzentrieren und auf die neue Stadt. Tommy und ich sind auch erst letztens hier in unserer Wohngegend mal so ein bisschen spazieren gegangen und haben mal geschaut, was hier überhaupt alles ist. Und ich glaube, das ist schon Zeichen genug dafür, dass wir noch gar nicht so richtig, ja, diese neue Stadt so erlebt haben. Klar, ich war jetzt schon öfter in der Innenstadt und der Altstadt und an der Kö und ja, wenn wir halt Sachen besorgen mussten, aber so richtig Erlebnisse hier gehabt hatte ich noch nicht und ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen dauern und vielleicht dann auch erst so im Laufe des Jahres so richtig kommen. Aber hier in der Wohnung sind wir, glaube ich, vom Gefühl schon angekommen. Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr so fremd an wie am Anfang, als
man plötzlich in einer ganz anderen Wohnung war. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall die Hauptsache, weil jetzt gerade verbringe ich sehr viel Zeit zu Hause. Ich arbeite von zu Hause und das ist schon mal ganz wichtig. Und ich glaube, alles andere kommt mit der Zeit. Achtest du mehr auf dich oder auf andere? Fällt es dir schwer, Nein zu sagen? Ich fand die Frage sehr interessant und ich würde sagen, mir fällt es nicht schwer, Nein zu sagen. Und wenn man es jetzt nur darauf bezieht, dann achte ich wahrscheinlich schon mehr auf mich, weil generell versuche ich immer darauf zu hören, ob mir etwas gut tut, wenn man mich zum Beispiel auch um etwas bittet. Also es ist nicht so, dass ich da komplett egoistisch bin und alles irgendwie ablehne, aber sagen wir jetzt mal ganz simples Beispiel, jemand fragt mich, ob wir was unternehmen wollen. Wenn mir wirklich gar nicht danach ist und ich mich einfach nicht damit wohlfühlen würde, dann fällt es mir nicht schwer, einfach zu sagen so, nee, sorry, heute ist mir nicht danach, aber lass es doch da und da machen. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach stur ist in dem, was man will, sondern dass man einfach wirklich versucht, darauf zu hören, was einem selbst gut tut. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn man das versucht, dass es einem auch einfacher fällt, andere glücklich zu machen. Also wenn man selbst immer zurücksteckt, dann kann man irgendwann nicht. Also die Batterie ist irgendwann aufgebraucht und ich glaube auch in einer Beziehung kann man den Partner am glücklichsten machen, wenn man selbst glücklich ist und wenn man da nicht das Gefühl hat, immer wieder zurückstecken zu müssen. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man auf sich irgendwo achtet, ohne natürlich andere Menschen zu missachten. Fühlst du dich trotz Partner manchmal einsam? Ich würde sagen eher nein. Also vor allem 2016, auch noch bevor ich Tommy kennengelernt habe, war so ein Jahr, in dem ich sehr so zu mich selbst gefunden habe und da schon nicht mehr dieses Einsamkeitsgefühl verspürt habe, weil ich mehr so mein Glück bei mir gefunden hatte und es nicht mehr so von anderen abhängig gemacht habe. Also ich bin auch eine Person, die sehr gut alleine sein kann, wobei da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht Einsamkeit damit gleichstellt, dass man alleine ist. Es kann ja auch sein, dass man in einer Gruppe von Menschen ist und sich trotzdem einsam fühlt und ich glaube, dass das eben zum einen viel mit dem inneren Wohlbefinden zu tun hat und wie sehr man mit sich selber glücklich ist und gleichzeitig aber auch mit den Menschen, die einen umgeben. Manchmal ist man einfach von den falschen Menschen umgeben und ich glaube, das kommt sehr oft vor, dass man in einem Freundeskreis zum Beispiel ist, in dem man sich vielleicht einfach nicht wohlfühlt und man sich sehr schnell auch einsam fühlen kann und da muss man wirklich auf sein Inneres hören und schauen, von wo das kommen könnte. Worauf legst du heute weniger Wert als noch vor 5 Jahren? Vielleicht die Erwartungen anderer, also sowohl in meinem engen Umfeld als auch jetzt, sag ich mal, auf Social Media, das, was man von mir als Person erwartet oder wie kann ich das sagen? Also vor 5 Jahren habe ich zum Beispiel persönlichen Erfolg noch darin definiert, bestimmte Punkte zu treffen, die ich zum Beispiel bei anderen gesehen habe und wo ich dachte, so muss ich auch sein, um erfolgreich zu sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, das stimmt gar nicht. So, ich muss nicht diese bestimmten Erwartungen treffen. Ich muss einfach nur das machen, was mich glücklich macht. Und so ist man auch am erfolgreichsten. Und Erfolg meine ich jetzt im Sinne von, dass man wirklich einfach glücklich mit sich ist und dass man ein Leben führt, was einen erfüllt. Man muss kein bestimmtes Muster erfüllen. Man muss keine bestimmten Dinge oder Trends mitmachen, die gerade einfach so Standard sind, die Leute von einem erwarten würden. Und es ist auch okay, einfach aus der Reihe zu spielen und einfach auch einen Lebensweg zu wählen, der vielleicht für manche nicht so klassisch ist. Was machst du, wenn du merkst, dass dir alles zu viel wird? Erstmal einen Gang zurückschalten. Ich habe solche Tage öfter und meistens sind das dann so Tage, wo ich einfach gar nichts gebacken bekomme, weil mein Kopf davor ist zu explodieren und manchmal ist es dann so, dass ich einfach mitten am Tag sage, so, nee, ich kann heute nicht mehr und ich werde heute nochmal mich ausruhen und dann mit neuer Energie am nächsten Tag durchstarten. Und ich weiß, es hängt euch wahrscheinlich schon aus den Ohren, aber Planung und Organisation und einfach sich einen Überblick schaffen ist das A und O, zumindest für mich, sonst würde ich wirklich untergehen. Ich habe eine To-Do-Liste auf dem Handy und ich schreibe mir wirklich alles direkt auf, wenn mir irgendwas einfällt. Wenn ich mit einer Person telefoniere und sie sagt, kannst du bitte noch das oder das erledigen, dann schreibe ich es mir direkt auf, damit ich erst gar nicht in diese Situation komme, dass ich dann irgendwie am Ende vergesse oder es dann irgendwie doch wieder mehr nach hinten rückt, sondern ich schreibe alles erstmal auf, alles, was mir einfällt und dann schaue ich, okay, wie kann ich das jetzt auf die nächsten Tage
verteilen, was hat Priorität, was muss auf jeden Fall erledigt werden, wo kann ich mir noch ein bisschen Zeit mitlassen. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch mal einen Blick zurückwerfen und zu schauen, was man schon alles gemeistert hat, weil man hat immer so viele Ängste und hat so viele Unsicherheiten, dass man irgendwas nicht packt, aber man hat schon so viel gepackt und man sollte sich öfter daran erinnern, wie weit man schon gekommen ist und was man schon alles erreicht hat und nicht immer zu sehr unter Druck setzen, dass man noch mehr erreichen muss oder einfach mal einen kleinen Druck schalten. Okay, die letzte Frage. Gab es mal einen Moment in deinem Leben, der für dich der Wendepunkt war? Ich glaube, diesen einen Wendepunkt gab es nicht. Ich glaube eher, dass es so ein paar Wendepunkte der letzten Jahre gab, die mich als Person sehr stark geformt haben. Vor allem so die ersten 4 Jahre nach dem Abi, glaube ich, habe ich mich als Person am meisten entwickelt. Zum Beispiel 2014 und 2015 waren so Jahre mit Erlebnissen, die mir so richtig gezeigt haben, dass ich mich nie wieder von irgendwelchen Personen abhängig machen möchte, emotional. Und das hat mich, glaube ich, so zu meinem Selbstbewusstsein auch sehr stark gebracht und zu dem, dass ich so versucht habe, das Glück mehr in mir zu finden. Und dann auch mein Umzug nach Berlin hat das auch bestärkt und dass ich mich halt mehr so auf mich konzentriert habe. 2017 war zum Beispiel so ein Jahr, wo ich sehr unzufrieden so mit meiner beruflichen Situation war und so einen Entschluss gefasst habe, dass ich nicht mehr so weitermachen möchte, sondern irgendwie mich weiterentwickeln wollte. Und da fing das dann so an, dass ich mir mehr so über auch Bildung Gedanken gemacht habe und dann kam ja 2018 schließlich mein Studium dazu. Und ich glaube, damals die Diagnose und meine OP waren auch so ein Wendepunkt, vor allem so Wendepunkt, wo ich mich viel mehr auf meine Gesundheit danach konzentriert habe und wirklich so gemerkt habe, du musst einfach was ändern, du musst was an deinem Lifestyle ändern, daran, dass du nie Sport machst und das generell, dass ich dann angefangen habe, Sport in mein Leben zu integrieren, das hat wirklich so viel geändert. Also nicht nur jetzt körperlich oder von der Fitness gesehen, sondern auch mental und meine Disziplin und meine Motivation, das hat alles irgendwie so mitgezogen. Ja, ich glaube, diese 3 Punkte waren es, die schon einen sehr starken Einfluss auf mein Leben und auf mich als Person hatten. So Leute, ich hoffe sehr, dieses sehr persönliche Q&A hat euch gefallen. Einfach mal, dass ich wieder mit euch gequatscht habe. Ja, das hat auf jeden Fall auch mir ein bisschen gut. Das hat sich so ein bisschen wie eine kleine Therapiestunde angefühlt, dass ich mich so ein bisschen ausgequatscht habe. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen, die ich jetzt hier angesprochen habe, auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.